So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension des Sternen X1100W. Das W steht in dem Fall für WLAN, das werden wir uns gleich nochmal näher angucken. Schwarze Rezensierer sind für Videorezensenten immer ein Graus. Ich hoffe, das geht jetzt von der Beleuchtung her. Und ja, ich habe schon ein paar Receiver von Denon ausprobieren können, den X2000, den X4000 und jetzt den X1100, aber auch schon ein paar aktuellere von Sony, zum Beispiel den DN1040 und 1050, also auch sehr aktuelle Modelle, die im Prinzip so ungefähr in der Liga von dem Denon Receiver spielen, sodass ich da auch durchaus ein paar Vergleiche anstellen kann, nicht zu anderen aktuellen Receivern von Yamaha oder so, weil da habe ich einfach keine ausprobieren können. Aber bisher fand ich die Denon Receiver in allen Belangen eigentlich den von mir ausprobierten Sony Receivern überlegen. Und ich möchte euch ja hier in dieser Videorezension einfach einmal alles zeigen, wie dieses Gerät so ausgestattet ist, wie es so aussieht von vorne, von hinten, die Menüs zeigen, was man so für verschiedene Sachen damit machen kann, dass ihr einfach mal so einen groben Überblick davon bekommt. Klanglich ist es halt immer schwierig, wenn ich hier jetzt Musik abspielen würde, wäre das, was ihr zu Hause hören würdet, nur eine Referenz dafür, was mein Mikrofon kann und was eure Lautsprecher zu Hause können, aber nicht für diesen Receiver, daher wird es relativ wenig Musik geben, aber da sind sich ja eigentlich alle Rezensionen einig, dass der Klang gut ist, der Klang ist bombastisch. Es ist auch heutzutage eigentlich bei fast keinem Receiver mehr so, dass es da irgendwas am Klang zu merken gäbe. Die klingen eigentlich alle immer super und das hängt natürlich auch zum einen immer vom Receiver ab, von den Lautsprechern, die man dran hat. Mit besseren Lautsprechern kann man noch mal mehr rausholen, aber im Prinzip unterscheiden sich Receiver so in diesen Preisklassen eigentlich immer so in Sachen Ausstattung, Ergonomie, Features, was können die alles, was haben die so alles in Ausstattung, und da werfen wir jetzt einfach mal einen Blick drauf. So, und dann fangen wir doch einfach mal direkt mit der Vorderseite an. Wie man sieht, das Ganze hier sieht aus, als wäre es aus Aluminium. Also es ist echt hübsch gemacht. Es ist zwar nur Plastik, aber halt in einem Aluminium-Finish. Das heißt, er sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Es gibt ihn, glaube ich, nur in Schwarz. Ich habe den X4000er noch in Silber. Das finde ich mittlerweile persönlich sogar ein bisschen schicker. Und auch die Front sieht relativ ausgeräumt aus. Es sind zwar nicht alle Anschlüsse hinter so einer Metallklappe oder hinter so einer Klappe verborgen, aber es ist an sich recht übersichtlich. Also wir haben hier natürlich die beiden großen Einstellräder, die man eigentlich von fast allen Receivern kennt. Hier kann ich halt die Quellen auswählen, wenn ich das am Gerät machen möchte. Hier stelle ich dann die Lautstärke ein. Und dann habe ich hier noch so ein paar andere verschiedenste Knöpfe. Ich glaube, da sieht man sogar ganz gut. Ne? Hier kann ich beim Tuner Ohren runterstellen. Hier kann ich halt Zone 2 an- und ausmachen. Bei Zone 3 die Quelle wählen. Ich kann das Ding dimmen. Ich kann den Status ändern. Und ich kann hier die verschiedenen Eingabequellen schnell anwählen. Also wenn ich schnell zum Kabel-Satelliten-Receiver will oder schnell zum Media-Player-Anschluss, dann klappt das auch. Hier vorne kann man Kopfhörer anschließen, wenn man das möchte. Hier ist ein Front-HDMI-Eingang. Hier ist ein Front-USB-Eingang. Da kann man also irgendwie ja noch andere Geräte anschließen, von denen man Musik abspielen möchte. Hier wird das Einmessmikrofon angeschlossen. Und das ist im Prinzip soweit zur Vorderseite alles. Gucken wir uns nachher auch nochmal im Betrieb an. Werfen wir mal einen Blick auf die Rückseite. So, das ist die Rückseite des Gerätes, wie man es von Denon mittlerweile kennt. Also alle Denon-Geräte, ich habe die ab der 2000er-Serie quasi ausprobieren können, sind hinten sehr übersichtlich, sehr aufgeräumt, sehr beschriftet. Man findet sich da sofort zurecht. Was hier auf jeden Fall schon mal die große Verbesserung gegenüber allen Vorgängermodellen ist, sind diese beiden Antennen hier, die man dann einfach ausklappen kann. Und das sind eben die WLAN-Antennen, mit denen das Gerät direkt ins Heimnetzwerk integriert werden kann und man halt kein Kabel mehr anschließen kann. Normalerweise hat man hier noch den Network-Anschluss. Aber das entfällt, weil hier über WLAN die Verbindung ist sehr, sehr stabil. Also auch wenn man darüber irgendwie per Spotify oder sowas Musik streamen will, das klappt absolut ohne Probleme. Beim bei den Vorgängergeräten konnte man sich immer aus dem Dongle kaufen, den man da reinstecken konnte. Und das war da dann auch gesagt, hey, wir lassen uns lieber Leute machen, die es richtig können und konzentrieren uns auf die Receiver. Aber da ist der Konkurrenzdruck wohl zu groß geworden, weil ja WLAN-Anbindung bei solchen Geräten mittlerweile eigentlich schon Verstandard ist. So, dann haben wir hier die 5 HDMI-Eingänge auf der Rückseite. Die sind halt beschriftet. Das heißt, man kann diese Geräte da anschließen. Man hat 5 Anschlüsse. Das reicht in vielen Fällen eigentlich. Wenn man eben mehr braucht, dann muss man sich auf jeden Fall ein größeres, teureres Gerät holen, wo eben dann auch immer die Zahl der Eingänge steigt. An HDMI-Ausgängen hat er nur 1. Hier den HDMI-Out ARC. Auch da, wenn man halt ein Gerät mit mehr HDMI-Ausgängen haben möchte, einfach weil man vielleicht noch einen Beamer an dem Fernseher hat und da nicht immer hin und her stecken möchte, auch dann muss man sich ein teureres Gerät holen. Hier müsste man halt in dem Fall einfach immer ständig die Stecker wechseln. Kann man auch machen, weil so oft benutzt man so einen Beamer wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, wer da einfach mehr Anschlüsse braucht, der muss zu höherpreisigen Modellen greifen. Und dann haben wir hier halt noch so ein paar alte analoge Anschlüsse. Das ist eben auch ganz nett für Leute, die noch irgendwie einen alten Plattenspieler und einen CD-Spieler haben und den da anschließen wollen.
Bei meinem X4000 sind auch viel, viel mehr, aber das ist eben wirklich nur was für Leute, die noch viele Geräte von damals haben und nutzen wollen. So Leute wie ich, die eigentlich ihre gesamte Musik streamen. Für mich ist sogar das schon viel zu viel. Also ich brauche das eigentlich nicht. Im Prinzip könnte man es nur benutzen, um irgendwie einen alten Plattenspieler sowas anzuschließen. Und dann kann man hier noch bis zu zwei Subwoofer anschließen. Hier gibt es einen optischen digitalen Eingang leider nur, keinen Ausgang. Also wenn man irgendwie, ich habe zum Beispiel Sony Funkkopfhörer, die haben auch eine HDMI-Verbindungsstelle, aber die kann ich damit immer noch nicht konfigurieren. Das war halt echt noch was, was ich mir gerne wünschen würde. Und ja, das war es auch schon. Ansonsten, hier kommt noch der Strom rein und dann hat man hier eben die verschiedenen Anschlüsse für die Kabel. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an, wie man die da anschließt. Man kann das hier auch rausnehmen und man hat dann zum einen die Möglichkeit, die ganz normal hier reinzudrehen. Das gucken wir uns auch gleich nochmal im Schnelldurchgang an oder eben das Ganze mit dem Bananenstecker zu verbinden. Und ja, ne, wie man sieht, wir haben hier quasi ne, für die beiden Front rechts, links, Center, Surround rechts, links, also das ist das 5.1 Modul. Und die beiden hier kann man dann entweder für Zone 2 benutzen oder eben um ein 7.1 oder ein 7.2 System zu installieren. Dann haben wir hier auch den Antennenanschluss und das ist eigentlich alles so soweit sehr aufgeräumten Rückseite. So, den Lautsprecheranschluss einmal im Schnelldurchgang. So, nachdem man alles angeschlossen hat, kommt man ins Konfigurationsmenü, das eigentlich auch sehr gut und sehr übersichtlich ist und das einen Schritt für Schritt da durchführt. Ne, man wird so durch verschiedene Einstellungen geführt und das machen wir jetzt einfach mal im Schnelldurchgang. Wenn ihr da Details sehen wollt, drückt einfach zwischendurch auf Pause. So, hier kann man sein Lautsprecher-Setup konfigurieren. Ne, das haben wir gerade quasi schon gesehen. Hier wird einmal so detailliert gesagt, wie man das zu machen hat. Selbst wenn man noch nie einen Receiver angeschlossen hat, sagt einem dieses OSD genau, was man zu tun hat. So, und das ist jetzt der Punkt, wo wir uns mal das Zubehör angucken wollen. Die optimale Einmessung erreicht man immer dann, wenn das Mikrofon auf einem Stativ steht. Und dann nimmt es, glaube ich, so, also hier die Software 8 Messungen vor, die so im Umkreis von, ich glaube, 60 Zentimetern um die Haupthörposition rum sind. Und dazu gucken wir uns jetzt mal das mitgelieferte Stativ an. So, das hier ist das Einmessmikrofon. Und weil ja nicht jeder ein Stativ hat, ist hier so ein kleines Stativ dabei, das man sich selber quasi zusammenbasteln kann. Einfach aus Pappe gemacht. Das finde ich super gute Idee. Zeigt auch, wie wichtig denn scheinbar diese Einmessung ist. Und wie man das zusammenbaut, zeige ich euch jetzt einmal. So, dann hat man schon ein wunderbares Stativ Marke Eigenbau, wo man hier oben einfach das Mikrofon drauf befestigen kann. Man kann das dann hier ausfahren und hoch und runter ziehen. Hier verschiedenste Höhen. Und ja, im Prinzip ist das Sinnvollste wirklich, wenn man irgendwie jetzt ein Wohnzimmer hat, wo man ein Sofa hat, wo man halt sitzt und von da aus hauptsächlich meistens Fernsehen guckt, stellt man das Mikrofon so dahin, dass das quasi die Haupthörposition ist. Und dann nimmt man nicht alle Plätze drumherum, sondern jeweils innerhalb von so einem Radius von ungefähr 60 Zentimetern stellt man dann das Mikrofon noch hier hin, dahin, dahin, dahin und versucht es da auch immer ungefähr auf die gleiche Höhe zu stellen. Da ist eben ganz gut, dass man das hier flexibel ausfahren kann. Und das braucht einfach der Receiver, um das System optimal einzumessen. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal im Schnelldurchgang an. So, nachdem wir das Mikrofon jetzt vorbereitet haben, geht es dann zur Einmessung. Na, hier wird, was ich gerade gesagt habe, auch jetzt nochmal einfach visuell erklärt. Auch ne, so sehr schön dargestellt eigentlich. Auch im Bild sieht man direkt die Position des Mikrofons. So, und jetzt ist auch hier, wie man da unten rechts im Bild sieht, steht jetzt halt das Mikrofon ein bisschen versetzt von der Position und dann macht man den nächsten Test. Das macht man jetzt noch 8 Mal, auch das gucken wir uns im Schnelldurchgang an. Und wie gesagt, es sollte nicht weiter als 60 Zentimeter von der Haupthörposition entfernt sein.
So, jetzt ist die Kalibrierung fertig und perfekt auf meinen Raum eingestellt. Jetzt wird man noch im Schritt halt zur Konfiguration mit dem Heimnetzwerk geführt. So, da ich zufällig ein iPhone 6 habe, kann man das jetzt gleich mal zeigen und ausprobieren. So, und da gucken wir mal, wie das funktioniert. Wir klicken hier auf den AVR X1100W, sagen jetzt okay, wir wollen die WLAN-Einstellungen weitergeben. Sehen jetzt hier auf dem Monitor, dass die Einstellungen kopiert werden. Hier auf dem Handy sehen wir, dass wir bitte warten sollen. Das scheint geklappt zu haben, jetzt wird das überprüft. So, und schon haben wir die Musik aus dem Internetradio. Dann sagen wir, hören was und sagen, dass wir die Steuerung über das Netzwerk aktivieren wollen. So, jetzt wird einem noch geholfen, die verschiedenen Geräte anzuschließen, einfach hinten per HDMI. Dann kann ich jetzt sagen, an Cable SAT, da habe ich jetzt meinen Sky Receiver dran, ne, möchte ich also per normalem HDMI anschließen. Dann wird die Verbindung getestet, das ist wirklich, sag ich mal, für Laien erklärt. Und so, mehr möchte ich jetzt nicht konfigurieren. Man kann auch einfach die Kabel reinstecken, hat ein Bild, da braucht man das nicht für. Das ist einfach nur eine Anleitung für Leute, die so ein Gerät noch nie eingestellt haben. So, und schon sind wir fertig und jetzt kann es losgehen. So, eine meiner hauptgenutzten Funktionen ist das Internetradio, das man einfach hier aktivieren kann, sucht man sich die richtigen Sender raus. Und schon haben wir ihn gespeichert, schon haben wir ihn gefunden. Und man kann ihn jetzt zum Beispiel auch zu den Favoriten hinzufügen. Und jetzt ist er sofort bei meinen Favoriten zu finden. Genau, wenn ich jetzt hier in das Menü gehe und mir zum Beispiel Zugriff auf meine Favoriten hole, finde ich da sofort Delta Radio, kann den auswählen und habe den sofort wieder abspielbar. So, dann etwas, was ich generell an den Denon-Fernbedienungen immer sehr super finde, das ist, die einfach sehr aufgeräumt sind. Also man findet alles, es ist ergonomisch genau da, wo ich es haben möchte. Das heißt, welche Fernbedienung, man hat sie einfach immer in der Regel so in der Hand. Dann habe ich hier gleich laut, leise, kann ich durch die verschiedenen Menüs klicken. Um dann die Quelle zu wechseln, muss ich ein bisschen hochgreifen. Das ist auch nicht schlimm, das macht man ja eher selten. Man sucht sich halt eine Quelle aus und dann macht man es eben meistens laut, leise. Und das war's. Und auch ansonsten, man hat hier keine doppelt belegten Tasten, keine dreifach belegten Tasten. Man hat einfach alles, was man wirklich braucht, schnell zugänglich. Alles andere, also meine Eltern hatten mal sich vor 10 Jahren so einen Yamaha Receiver gekauft. Da waren die Tasten teilweise dreifach belegt. Das war absolut schlimm und schrecklich. Wie man hier sieht, die Tasten leuchten auch im Dunkeln, also wenn sie voll bestrahlt wurden. Das ist eben auch ganz nett. Dann glimmen sie halt so ein bisschen, sodass man noch ungefähr, ne, sieht, wo bin ich hier gerade. Und ja, man hat hier eben Zugriff auf alle Sender, man kann schnell die Kanäle wechseln, man kann halt laut leise machen, auf die Menüs hat man Zugriff. Es gibt hier noch so Quick-Select-Tasten, da kann man verschiedene Profile speichern und hat da dann schnell Zugriff drauf auf seine Lieblingseinstellungen. Ja, also wenn ich irgendwie zum Beispiel so einen Modus mit wenig Bass haben will für abends, wenn irgendwie ich meinen Nachbarn nicht ärgern will oder so, dann kann ich das halt hier schnell per Schnellkonfiguration drauflegen. Hier mit den Tasten kann ich halt den Soundmodus wechseln. Wenn man hier einmal guckt, wenn ich hier auf den grünen zum Beispiel drücke, dann kann ich mich hier durch die verschiedensten Soundmodi durchwählen, die ich gerade haben will. Meistens benutze ich PS2 Cinema. Zum reinen Musikhören bzw. Radiohören ist halt der Stereo-Modus der beste. Also man kann zwar Musik auch im 5.1-Modus hören, also das mag auch ganz gut klingen, aber wenn man nicht irgendwelche speziell abgemischte Musik für 5.1 hat, macht es eigentlich immer Sinn, das Ganze über Stereo zu hören, weil die Musik einfach dafür ausgelegt ist, man meistens auch dementsprechend Boxen haben sollte. Also, ne, ich habe hier so große Standlautsprecher daneben, das ist also super für Stereo-Klang und zum Musik- oder Radiohören. Dann wird das darüber jetzt wiedergegeben werden, das ist überhaupt kein Problem. So, gucken wir uns nächstes Mal die Denon-App an, die ich eigentlich auch sehr gelungen finde, mit der man den Receiver ganz einfach bedienen kann. Dann wird hier einfach der X1100W ausgewählt. Und dann habe ich hier verschiedenste, ja, kann ich einfach alles komplett regeln, Lautstärke bequem, laut und leise machen. Ich kann die verschiedensten Zonen, ich habe jetzt nur eine Zone konfiguriert, ich könnte jetzt auch einfach die zweite damit anmachen und bedienen. Achso, das habe ich gerade noch vergessen. Das geht eben auch wunderbar. Da kann ich hier, wenn ich die Zone 2 steuern will, dann kann ich hier einfach die Zone anmachen, hier die Quelle, die Lautstärke wählen, hier die Quelle auswählen. Das ist sehr komfortabel gelöst. Zum Beispiel beim Sony 1050, den ich jetzt auch ausprobieren konnte, da musste man immer in die Menüs für die zweite Zone. Das war eine Katastrophe. Das geht hier also wunderbar. Nicht ganz so komfortabel wie beim zum Beispiel X2000 oder X4000er, aber immer noch problemlos auch über die Fernbedienung. Das ist also sehr gut. So, ich kann hier zum Beispiel auch das Internetradio aktivieren. Ich kann mich dann durch verschiedene Sender ein bisschen bequemer scrollen als auf dem Rechner. Und vor allem kann ich auch danach suchen. Also wenn ich jetzt suchen möchte, dann könnte ich zum Beispiel, ne, hier nach Delta Radio. So, also ich nutze das sehr, sehr oft. Also gerade wenn ich irgendwie im anderen Raum bin oder so und irgendwie die Zone 2 steuern möchte oder so, mache ich das einfach per Handy, weil das eben sehr einfach, sehr komfortabel geht. Es gibt auch noch eine Dritthersteller-App, die D-Remote-App. Die kostet ein bisschen was. Die liefert noch mehr Einstellungen als die normale App, da habe ich jetzt noch den X4000 drin, das müsste ich jetzt mal neu konfigurieren darauf, aber da kann man noch mehr einstellen als mit der normalen App, das wäre halt auch ganz cool, wenn das noch vielleicht nachliefern würde, die kann man sich eben auch angucken, wenn man noch ein bisschen mehr Möglichkeiten nutzen möchte und ja, soviel dann zur App.
So, im normalen Betrieb hat der Dendix 1100 eine Leistungsaufnahme von ungefähr 275 Watt. Denn hat dem Gerät aber so einen Eco-Modus spendiert, bei dem ja quasi der Stromverbrauch angepasst wird, der Receiver nicht ganz so viel Leistung verbraucht, der sich auch nach der Zeit von alleine abschaltet und man so auch einfach nochmal ein bisschen Strom spart. So Heimkino-Receiver verbrauchen ja doch immer ein bisschen Strom und gehen auf Dauer ganz schön ins Geld. Dem wirkt man da ein bisschen mit entgegen und tut der Umwelt noch ein bisschen was Gutes. Und auch in Sachen Konnektivität, also er kann eben Bluetooth, sprich sich direkt per Bluetooth mit irgendwelchen iPhones oder Android-Telefonen oder auch mit dem Computer oder so verbinden und dann darüber die direkte Musik wiedergeben. Und er kann natürlich auch AirPlay, das heißt, ich kann ganz komfortabel mit dem Tab, also iPad oder iPhone darüber Musik streamen. Und er kann auch, wenn ich auf Online-Musik gehe, kann ich mir im Menü dann, kann ich auf meinen DLNA-Server zugreifen, ne? Hier Media-Server, und da dann auch Musik übers Netzwerk streamen und er kann alle möglichen Dateiformate, also FLAC, WAV, MP3, AAC, ist alles drin. Im Prinzip ist dieser Heimkino-Receiver, hat er alles, was man braucht. Also ist vielleicht so ein Premium Soundprogramm fehlt ihm momentan, glaube ich, nur Dolby Atmos. Ansonsten hat er alles drin, Dolby, PL2 und was man braucht. Er hat aufstattungsmäßig von der Konnektivität her, ne, Bluetooth, AirPlay, DLNA-Server, Streaming, Spotify direkt integriert, also über Spotify Connect. Da gibt es eigentlich nicht wirklich viel, auch so vom Klang, vom Volumen her reicht das eigentlich für die meisten Wohnungen. Die Anschlüsse hinten, das könnte halt eben ein Grund sein, wo ich sagen würde, okay, wenn ihr einen zweiten HDMI-Ausgang braucht oder wenn ihr einfach mehr Eingänge braucht, weil ihr noch mehr Gerät habt, dann müsst ihr euch eben ein höherpreisiges Gerät holen. Aber ansonsten, wenn ihr das Ding jetzt guckt und euch einfach einen Einstiegs-Heimkino-Receiver kaufen wollt und überlegt, kaufe ich jetzt den oder doch lieber ein teureres Modell. Es gibt einfach, meiner Meinung nach, wenn man keine besonderen Ansprüche hat, sondern einfach nur einen guten Heimkino-Receiver haben will, weil man gerade irgendwie Geburtstag hat oder sich was Weihnachten wünscht oder sich jetzt irgendwie eine Heimkino-Anlage kaufen will, aber eh nicht so der super audiophile Mensch ist, der so die richtig krassen Unterschiede raushört, und da müsst ihr auch viel, viel, viel mehr Geld für investieren, dann reicht dieses Gerät absolut. Vom Klang her ist es auch super geil. Also ich habe da mal so ein paar Test-Tracks, die ich in der Regel zum einen auf Spotify als Trackliste habe und auch nochmals die meisten davon als hochauflösende FLAC-Dateien auf meinem Receiver, so dass ich da zum einen die Tracks an sich ganz gut beurteilen kann und vergleichen kann und eben auch ja feststellen kann, wie groß ist der Unterschied zwischen Spotify und diesen hochauflösenden Dateien. Ich muss sagen, für mich als Otto-Normalverbraucher ist der Unterschied ja nicht wirklich groß. Also wenn man halt wirklich Musik primär auch gestreamt hört, dann ist der Receiver auf jeden Fall super gut dafür. Und da gibt es dann eben so Tracks wie zum Beispiel Fieber von Peter Fox. Der hat halt einen sehr tiefen Bass und sehr viele Details, die so im Klangfeld sind, die halt gut aufgelöst werden. Ich habe auch gerade von Dannon die Piccolo N4 rezensiert und ausprobiert und die klingt auch schon gut, die schafft das auch so, diese ganzen Details. Mit dem Track hier kommt sie eigentlich ganz gut klar, aber der Receiver hier macht das nochmal, finde ich, deutlich besser. Da klingt das alles noch ein bisschen klarer, noch ein bisschen stimmiger, noch ein bisschen harmonischer. Diese Details, die sind einfach absolut fein, auch im Raum raushörbar. Und genauso ist es bei Permafrost. Also das Ding hat ja einen ziemlich tiefen Bass, der wirklich so eine Arktis-Atmosphäre hat und so einen subversiven Bass, der die ganze Zeit einfach nur so durch den Raum schwebt. Und das schafft er also auch sehr präsent, hängt natürlich immer alles von den Lautsprechern ab. Also je besser die Lautsprecher sind, die an dem Gerät dranhängen, desto besser klingt der Receiver auch. Und auch bei so Sachen wie irgendwie Los von Rammstein, da ist der einfach präzise, er ist da, auf dem Punkt. Oder auch hier dieses Show Me the Place, der Leonard Cohen, der hat eine absolute Whisky-Stimme, also die müsst ihr euch mal anhören, das klingt echt krass. Da kommt auch richtig viel rüber bei diesem Receiver. Und auch so mit klassischen Sachen, so bei Bossa's Hungry, das ist wirklich so groß, monumental, episch. Auch da macht er echt eine gute Figur. Und so Hyper-Ballad von Björk, das hat so Sinustönen, nennt man das, glaube ich, die so, wo einfache Receiver und Lautsprecher dran verzweifeln, auch die kommen hier sehr gut, sehr toll rüber. Genauso wie dann Eraser von Nine Inch Nails, das habe ich mal im Forum entdeckt, das Lied. Das wurde so als Klangbad beschrieben, wo man wirklich so richtig reintauchen kann und einfach so die Augen zu machen kann, sich fühlt, als würde man gerade irgendwie Musik baden. Auch das wunderbar. So Tracks wie You Can't Track an Old Dog New Tricks, das ist halt so ein auch
Das ist auch eher so ein, ich glaube, Blues-Stück. Und da kommen auch die ganze Zeit, spielen sich so von rechts und links irgendwelche Instrumente neu ins Klangbild rein. Und auch das macht er echt super gut. Also im musikalischen Stereo-Bereich gibt es eigentlich überhaupt nichts dran zu meckern. Und auch im Heimkino-Bereich, also wenn man sich da irgendwie Filme anguckt, wie keine Ahnung, Edge After Tomorrow, die Szene, wo sie das erstmal im Trainingsraum sind, diese Blades durch den ganzen Raum wursteln. Das ist absolut präsent, absolut stimmig, wenn man die Boxen gut aufgestellt hat. Und wie gesagt, auch klangmäßig absolut nicht zu meckern. Und im Gegenteil, also sehr, sehr, sehr gut rein. Und auch im Heimkino-Bereich macht er eine extrem gute Figur. Also aus dem Center kommt klar die Stimmen und die Musik, die Surround-Geräusche aus den Lautsprechern. Wenn man da irgendwie sich Edge After Tomorrow, die erste Trainingsszene anguckt, wo so diese Blades durch den Raum schwingen, das ist halt jetzt mitten da drin, dazu wird man sich ducken wollen. Klar präsent. Also es ist einfach für den Preis. Ja, ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt wirklich alle Funktionen vorgestellt habe. Man guckt ja auch oft, gerade so, wenn man im Einstiegsbereich ist, wenn man jetzt vielleicht entweder sich überhaupt erstmal einen Heimkino-Receiver kaufen möchte oder vielleicht ein 10 Jahre altes Gerät hat und sich jetzt mal was Neues kaufen möchte. Bei den billigen Geräten denkt sich dann, ah, billig nicht, brauche auf jeden Fall was Teures, weil die billigen sind halt, ne, billig, mit denen kann ich nichts anfangen oder die sind einfach, die teuren müssen besser sein. Das ist ja einfach nicht der Fall. Also das Gerät bietet alles, was man, also alles so aufstattungsmäßig ist einfach alles drin, was so ein Heimkino Receiver haben muss. Er klingt super, er klingt richtig gut. Die Bedienung mit der App und der Fernbedienung ist super. Die Ausstattung von der Konnektivität her ist der absolut gut. Also da müsst ihr schon wirklich gezielt wissen, ich brauche das und das und das hat dieser Receiver nicht, um euch nach was in einer anderen Preisklasse umzuschauen. Ansonsten finde ich, gibt es da eigentlich nicht viel zu meckern. Und von daher mein Fazit, wie bisher eigentlich alle Denon-Produkte, die ich ausprobiert habe, ein hochklassiger, guter Receiver. Und mit dem macht man meiner Meinung nach nichts falsch, gerade für den Preis, für den er momentan angeboten wird. Und wenn ihr euch zulegt, wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß damit. Sage bis bald und tschüss. So, hallo und herzlich willkommen zu meiner heutigen Videorezension des Denon X1100W. Das W steht in dem Fall für WLAN, das werden wir uns gleich nochmal näher angucken. Schwarze Rezensierer sind für Videorezensenten immer ein Graus. Ich hoffe, das geht jetzt von der Beleuchtung her. Und ja, ich habe schon ein paar Receiver von Denon ausprobieren können, den X2000, den X4000 und jetzt den X1100, aber auch schon ein paar aktuellere von Sony, zum Beispiel den DN1040 und 1050, also auch sehr aktuelle Modelle, die im Prinzip so ungefähr in der Liga von dem Denon Receiver spielen, sodass ich da auch durchaus ein paar Vergleiche anstellen kann, nicht zu anderen aktuellen Receivern von Yamaha oder so, weil da habe ich einfach keine ausprobieren können. Aber bisher fand ich die Denon Receiver in allen Belangen eigentlich den von mir ausprobierten Sony Receivern überlegen. Und ich möchte euch ja hier in dieser Videorezension einfach einmal alles zeigen, wie dieses Gerät so ausgestattet ist, wie es so aussieht von vorne, von hinten, die Menüs zeigen, was man so für verschiedene Sachen damit machen kann, dass ihr einfach mal so einen groben Überblick davon bekommt. Klanglich ist es halt immer schwierig, wenn ich hier jetzt Musik abspielen würde, wäre das, was ihr zu Hause hören würdet, nur eine Referenz dafür, was mein Mikrofon kann und was eure Lautsprecher zu Hause können, aber nicht für diesen Receiver, daher wird es relativ wenig Musik geben, aber da sind sich ja eigentlich alle Rezensionen einig, dass der Klang gut ist, der Klang ist bombastisch. Es ist auch heutzutage eigentlich bei fast keinem Receiver mehr so, dass es da irgendwas am Klang zu merken gäbe. Die klingen eigentlich alle immer super und das hängt natürlich auch zum einen immer vom Receiver ab, von den Lautsprechern, die man dran hat. Mit besseren Lautsprechern kann man nochmal mehr rausholen. Aber im Prinzip unterscheiden sich Receiver so in diesen Preisklassen eigentlich immer so in Sachen Ausstattung, Ergonomie, Features, was können die alles, was haben die so alles in Ausstattung. Und da werfen wir jetzt einfach mal einen Blick drauf. So, und dann fangen wir doch einfach mal direkt mit der Vorderseite an. Wie man sieht, das Ganze hier sieht aus, als wäre es aus Aluminium. Also es ist echt hübsch gemacht. Es ist zwar nur Plastik, aber halt in einem Aluminium-Finish. Das heißt, er sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Es gibt ihn, glaube ich, nur in Schwarz. Ich habe den X4000er noch in Silber. Das finde ich mittlerweile persönlich sogar ein bisschen schicker.